Oh, moin, kaum zu glauben, es geht weiter in der A2-Saga. Die A2-Serie weiterhin komplett auf Deutsch und alles andere halt wieder Englisch. Also, ich habe jetzt endlich die fehlenden Teile bekommen. Hier liegen sie. Das hier kommt auf die Fahrerseite, das hier auf die Beifahrerseite. Und ja, das soll dann die VW mit den Toyota Antriebswellen verbinden. So, gucken wir uns mal kurz an, wie. Fangen wir mal mit der Beifahrerseite an. Also, das muss alles ausgeschmirgelt werden. Ich denke mal, jetzt wird es nicht so gut passen. Diese Hülse kommt hier rein, oder auch hier geht es sogar rein und wird geklebt. Also, irgend so ein Spezial, ich glaube, Loctite 6448 Kleber, das wird da reingeklebt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt auch ein Bild ist. Drehen wir die Kamera ein bisschen rüber. Das wird natürlich alles noch gekürzt. Und das kommt dann da rein. Das muss auch noch kräftig abgeschmirgelt werden. Das hat eine ganz raue Oberfläche. Genau, also das wird da reingeklebt. Und auf der anderen Seite brauchen wir keinen Kleber. Da wird alles verschraubt. Genau, das hier sieht man schon. Also das wurde halt hier nachempfunden. Das wird hier dran geschraubt. Entschuldigung. Und das hier wird einfach reingesteckt. Genau, dann kommt das so dran und fertig. Gut, wenn es dran ist, sehen wir uns wieder. Gut, das wird jetzt etwas länger dauern. Jetzt wird dieses Teil hier erstmal in die Hohlwelle reingeklebt. So, ist das dann da drin. Und das muss ich halt bis morgen trocknen lassen. Die ganzen Oberflächen hier habe ich gereinigt mit diesem Reiniger da. Und das hier ist unser Kleber. So, wenn das dann fest ist, gehe ich morgen hin, da wird das hier so reingesteckt. Es geht erstmal ganz rein. Dann wird das hier reingesteckt. Und dann halt da ganz rein. So, dann kommt es halt hier wieder ein Stückchen raus, aber ist immer noch weit genug drin, um eine ausreichende Klebefläche zu haben. Das heißt, ich kann das jetzt einmal montieren, dann härtet der Kleber aus und dann bleibt es natürlich auf dieser Länge. Also wenn es irgendwann noch mal raus muss, muss ich dann den Achsschenkel außen abmontieren, um das so rausziehen zu können. Steine drunter. Da ist die Handbremse festgegangen. Läuft's noch? Weiß nicht. Also, Post aus Polen habe kommen. Ich mache mal kurz Werbung, ist aber unbezahlt. Moto Max PL. Ich glaube, ich habe die Welle letzte Woche irgendwann losgeschickt. Jetzt ist Donnerstag, sie ist schon wieder da. Mal sagen, hier haben wir Toyota, hier haben wir Audi. Bauen wir die mal ein, ne? Mach mal aus. Genau. Und ruhig beherzt Gas geben, sonst geht da alles aus. So, erste Probefahrt. Schön die steile Auffahrt hoch. Geht, ne? Ja, komm noch mal runter. Ja, richtig. Oh ja, das wackelt schon ordentlich da vorne. Jetzt haben wir das Auto soweit noch mal zusammengebaut.
Und ja, gucken wir mal, was wir jetzt an Arbeiten hier noch verrichtet haben. Hier dieser Kasten für die, ja, die Ladeschütze hauptsächlich ist jetzt vernünftig da hinten festgeschraubt. Der 12-Volt-Akku ist vernünftig festgeschraubt hier mit einer Platte, die sich hier nochmal einhakt. Wenn wir da unten gucken, da sind schon die Schläuche von der Klimaanlage schon mal rübergelegt. Das heißt, da muss nur noch in Anführungszeichen der Kompressor hin. Das ist eben der Kühler für unsere Leistungselektronik zum Laden und Fahren. Ja, hier sieht es noch ein bisschen wüst aus. Das kann man irgendwann mal noch aufräumen. Hier haben wir die Kabel von der Lüftersteuerung, den Originallüfter. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Der wird hier nicht reinpassen, weil da einfach ja hauptsächlich die Schläuche eigentlich im Weg sind von der Kühlung. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich einfach 420 mm PC-Lüfter, nenne ich sie mal, reinsetzen. Und die müssen ja auch nur die Kühlung von der Klimaanlage sicherstellen. Das heißt, ja, das Auto ist quasi fertig und wir werden jetzt mal mit dem ganz zusammengebauten Auto eine Probefahrt in meiner Straße hier machen. So, da sind wir wieder. Die Probefahrt ist jetzt eher kurz ausgefallen. Einmal berghoch, einmal bergrunter und nochmal berghoch. Und dann ist uns aufgefallen, dass noch gar kein Öl im Getriebe ist. Naja, das ist natürlich eine sehr schlechte Idee, dann da rumzufahren. Ja, und wie wir dann welches eingefüllt haben, mussten wir leider feststellen, dass es bei dem rechten Simmerring wieder raustropft, aber der rechten Antriebswelle. Das heißt, da muss jetzt erstmal der Simmerring getauscht werden. Jo. Und dann kann es weitergehen. Jo, das wäre es jetzt erstmal zu dem Thema. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.